Und hier ist die Psychiatrie gewesen mal. Aber die Rebellen haben das anscheinend übernommen. Ich verstehe kein Wort. Zeichnungen. Sie organisieren sich. Ein Foto von Lord Hastings. Lord Hastings. August 1858. Was wollen die mit einem Foto von ihm? Warum ist er da eingekreist? Anscheinend nichts Interessantes. Okay, da hinten ist noch was anzugucken. Was haben wir hier? Die Frachtliste der Agamemnon. Die ganze Fracht ist für Amerika bestimmt. Okay. Die Rebellen haben irgendwas vor. Vielleicht wollen sie auch diesen Hastings umbringen. Was ist hier passiert? Der arme Kerl ist bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Er wurde bestimmt erst gefoltert. Ja, wahrscheinlich. Die sind ja auch alle krank hier. Durchsuchen hier erstmal alles, aber anscheinend finden wir nichts Handfestes. So, durch die große Tür können wir nicht. Können wir eigentlich was bei Egrain machen? Ich glaube nicht, oder? Nein. Sie wimmert nur vor Schmerzen. Na, dann gehen wir da hinten in die Tür rein. Och, müssen wir wieder aufknacken hier. Na, da sind meine Hände gleich wieder taub. Aber ja, das dauert ja jetzt nicht mehr so lange. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Da. Hält sich in Grenzen. Hier wird ja wohl was Interessanteres liegen. Vereintes Indien-Uniformen. Ohne Ränge oder Abzeichen an den Ärmeln. Das muss es sein. Percival, melde dich. Percival! Na, das schnappen wir uns. Das ist wieder was zum Anhören. Das machen wir auch gleich noch. Was haben wir hier? Wir durchsuchen natürlich alles. Auch wenn wir eigentlich schon das gefunden haben, was wir suchen. Aber da lag doch noch irgendwas rum, hier in der Kiste. Was ist denn hier noch drin? Müssen wir auch erstmal wieder aufbrechen. Ach, so eine Kiste hält uns doch nicht auf. Die Anarchisten. Ah, noch so ein... So ein Teil. Jetzt müssen wir eigentlich zu Egrain zurück, aber bevor wir das machen, hören wir uns das natürlich noch an hier. Archiv. Das kam zuerst. Hören wir mal rein. Schlaf, mein Kind, in sanftem Frieden. Die ganze Nacht. Edle Ritter schickt der König. Die ganze Nacht, die Zeit zum Träumen naht herbei, Berg und Tal im festen
tiefen Schlummer meinen Liebsten steh ich wache die ganze Nacht in der Wachsamkeit der träumenden Dame die ganze Nacht, wenn die müde Welt sich schlafen legt, die ganze Nacht, sanft über deinem Geist entwendet, Bilder voller Freude entstehen. Haucht ein reines, heiliges Gefühl die ganze Nacht. Das geht aber lange. Edle Ritter wachen über dich die ganze Nacht. Behüten dich in deinem Schlaf. Die ganze Nacht, deine Furcht und Ängste nehmen sie, keine Sorgen sollst du haben. Sie vertreiben jedes Übel, die ganze Nacht. Es ist das perfekte Schlaflied, die ganze Nacht. Also es ist echt langwierig, aber wenn wir schon dabei sind, hauen wir das nächste jetzt auch noch durch. An alle Vertreter der südlichen Gruppen, wir werden uns in den nächsten Wochen versammeln. Vorladungen und weiterführende Anweisungen werden an die entsprechenden Orte weitergegeben. Es sollte beachtet werden, dass bezüglich einiger Mitglieder von Seiten der Polizei und der königlichen Armee Nachforschungen angestellt wurden. Letztere ist besorgniserregend und sollte nicht leicht genommen werden. Daher rate ich allen, im Umgang mit neuen Bekanntschaften vorsichtig zu sein. Obwohl wir uns auf den Orden und seine Reihen konzentrieren sollten, schlagen wir vor, dass ebenfalls Informationen zur neu organisierten Rebellion gesammelt werden. Ihre Lager erscheinen zu gut verwaltet und koordiniert, was auf eine Aufsicht oder Hilfe von außen deutet. Das würde auch ihren plötzlichen Wiederaufstieg erklären. Alles klar, dann wissen wir das. Die zweite Nachricht war jetzt um einiges interessanter als das Gute-Nacht-Lied hier, aber gehört ja dazu und wer es nicht hören möchte, der kann natürlich das Video ein Stückchen vorspulen. Daran soll es nicht scheitern. Jetzt müssen wir aber erstmal zu Egraine zurück. Und weg hier, weil wir können diesen Percival nicht erreichen. Schnappen wir uns die Gute. Hoffentlich kommt die auch durch. Ich helfe dir hoch. Ganz langsam. Wie lange war ich weg? Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Mir geht's ja schon wieder ein bisschen besser. Galahad, wo in aller Welt hast du gesteckt? Noch. Percival, wir könnten ein ziemliches Problem haben. Was geht? Zuerst ruf Nicola. Wir brauchen Waffen. Die Rebellen haben die psychiatrische Anstalt als Versteck und Ausbildungsgelände verwendet. Es gibt Hinweise, die eine mögliche Bedrohung der Vereintes Indien Company andeuten. Und Lord Hastings. Ich sag's dir doch, mir geht es gut. Du brauchst noch Zeit, um dich zu erholen. Ganz sicher, Gray. Mir geht es fantastisch. Wirst du irgendwann einmal einen meiner Ratschläge befolgen, Easy? Du kennst die Antwort auf die Frage. Aber zuerst bräuchtest du Vaters Segen. Ja, so sieht's aus. Mein Freund Galahad. Nun, Marquis, sind Sie gar nicht um mein Wohlergehen besorgt? Oh, Mademoiselle,
Ich habe keinen Moment gezweifelt, dass sie es den Schurken zeigen würde. Das Gleiche kann man von ihrem galanten Ritter nicht behaupten. Kein Wort zu niemandem, Nikolai, ist das klar? Wie Sie wünschen, das ist sehr riskant. Was habe ich gesagt, Monsieur? Wir hätten euch fast schon aufgegeben. Wir wurden länger aufgehalten. Kommt, uns bleibt nicht viel Zeit. Sir, das hier ist auch für Sie. Es sollte alles funktionieren. Vielen Dank, Nikola. Und die andere Waffe? Ah, ja. Sie liefern immer auf den Punkt, Nikola. Percival, für dich. Vielleicht brauchst du die bald. Die Agamemnon, wie ist ihr Status? Sie hat bereits abgelegt. Unterwegs nach Portsmouth, ihrer letzten Station, bevor sie nach Amerika aufbricht. Und das Sicherheitspersonal an Bord? Wurden sie vor der Bedrohung gewarnt? Soweit wir wissen, könnten die Verschwörer die Wachmannschaft infiltriert haben. Wir müssen das klären, ohne Verdacht zu erregen. Der Rat sollte über die Situation informiert werden. Wir können es uns nicht leisten, den Rat um Erlaubnis zu bitten. Wir müssen an Bord dieses Schiffs. Wie schlagen Sie vor, soll das gehen, mon General? Sie ist bereits in der Luft. Das dürfte leicht sein. Du liest Gedanken. Das könnte eine ziemlich spannende Sache werden. Sentinel 5, wir sind an Bord. Verstanden, Sir Percival. Sentinel 5 zieht sich zurück und hält sich zur Unterstützung bereit. Bestätigt. Danke fürs Mitnehmen, Captain. Viel Glück. Sentinel 5, Ende. Nennen Sie das leicht, Monsieur? Wir sind alle sicher, Percival. Wir gehen auf dein Zeichen. Dann los! Igraine! Lafayette! Sieht auf jeden Fall mal wieder stylisch aus. Achso, ich muss das selber machen, ne? Machen wir schon. Das ist sehr gefährlich, meine Freunde. Geht schon auf, Marquis. In Position. Der Franzmann, dem gefällt das gar nicht. Na los. Und hepp. Yeah. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus, wie sie das gemacht haben mit der Kleidung. Na, wann sind wir denn mal da? Easy geht ganz schön ab. Der Franzose ist ungefähr mit uns auf einer Höhe. Und jetzt sind wir da. Okay, klettern wir mal rüber. Wir müssen jetzt hier selber klettern. Wow. Schnell! Nach drin! Ist ja gut. Kommt als letztes und macht den Hafen. Oh. Verstaut die Ausrüstung. Lafayette und Galahad. Bringt das Cockpit unter eure Kontrolle. Leise. Verstanden. Isabeau und ich werden uns umsehen. Wir brauchen Augen am Boden unter den Gästen. Dabei habe ich doch gar nichts anzuziehen. Ich muss wohl vorher noch einkaufen gehen. Regeln für den Einsatz, Monsieur? Macht, was nötig ist. Uns bleibt keine Zeit zwischen Rebellen und Wachen der Kompanie zu unterscheiden. Wir haben schon ohne Netz gearbeitet. Das ist wahr. Aber trotzdem kapern wir das Flaggschiff der Flotte der Vereintes Indien Kompanie. Fragen. Dann lasst uns gehen. Sebastian, eine Frage. Wer war der Alte, mit dem du in Mayfair und Whitechapel geredet hast? Der alte Mann. Eine lange Geschichte. Ich werde sie dir so bald wie möglich erzählen. Vieles muss ich vorher noch herausfinden. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Orden scheint dir gegenüber misstrauisch zu werden. Der Orden ist nicht mehr, was er mal war, Grayson. Ja, das hast du schon mal gesagt. Geduld, alter Freund. Alles zu seiner Zeit. Intrigen, Intrigen. Tarnmodus. Okay. Mademoiselle, lasst mich Ihnen versichern, ich werde schweigen wie ein Grab.
Der Weg scheint frei von Wachen. Beeilen wir uns. Warten Sie auf mein Okay.